Hallo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Was? So, ich schau mal eben nach, hier. Ey, guck mal da, da ist schon wieder sowas. Räche Assassin's Creed, das ist doch dieselbe Farbe wie, warte, bei diesen Bildern. Das ist doch bestimmt einer, der gestorben ist und ich kann den dann rächen von der Community. Und da, lol, da ist auch noch was. In der Farbe. Ich hatte mir aber überlegt, ich gehe erstmal hier unten nochmal in den Bereich. Einfach weil, dann ist sie, in dem Gebiet ist nicht mehr, außer dann hier noch ein bisschen was. Ja gut, hier, da habe ich noch eine Quest, die, da bin ich aber vielleicht noch zu schwach. Und hier oben, und, hey, warum, das ist auch noch so was. Ach so, das ist das Foto des Tages. Nee, das hatte ich schon gesehen. Weil dann hätten wir diesen Bereiche dann komplett. Ja gut, da hier an der Küste entlang und das auf dem Wasser, das ist aber eigentlich ein anderes Gebiet schon, ne? Genau. Dann gehen wir jetzt hier unten hin. Ja, passt. Mit dem Pferd geht das ja ganz schnell. Und jetzt überlege ich gerade, soll ich die da mal rächen? Ich guck mir's mal an. Wir können einfach nur kämpfen, ne? Oh, da war ein Krokodil. Gefährlich! Ich lebe gefährlich! Aua! Oh ja, uiuiui. Vor allem im letzten Part hat man noch einen Besoffenen gerettet da hinten. Jetzt reite ich hier wie so ein Besoffener. Was ist denn das für eine komische... Ach so, das ist Wasserschöpfen. Ja, so haben die das damals gemacht. Ohne Pumpen. Gar nicht mal so dumm, ne? Kann ich das nicht auch so hier? Ja, muss ich absteigen. Was haben wir denn hier? Oh. Hi. Den oder die Schuldigen. Bestimmt so eine Beduinengruppe da oben, oder? Whoa. Soll ich es mal darauf ankommen lassen hier? Einfach. Los. Verschafft mir Zeit. Ich muss weiter. Hey, was ich. Kriege schon wieder mein Telefon. Warte mal. Muss ich mal kurz. Ja, hör auf! Ey, muss mir mal angewöhnen, das woanders hin zu tun. Also nur noch diesen Tod bestätigen. Oh, warte mal, ich mach's mal auf lautlos. Er nervt. Das nervt. Und wichtig ist es auch nicht. Ja, so. Entschuldigung. Und... Die Katzen da unten. Beim nächsten Mal lege ich es wirklich weg. So, nehmen wir erstmal diese Ecke hier. Ich weiß nicht, was hat das jetzt gebracht? Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob das Punkte bringt, die zu rächen. Ja, ich glaube, das da unten ist so ein ganzes Teil von denen. Warte mal. Geh erstmal so ein bisschen hier hinter die Kuppe. Da ist nur einer. Level 8, okay, ist kein Problem für mich.
Die kommen gerade ein bisschen ungelegen. Aber den kann ich ja so holen. Hey, was? Friss das, du! So, die anderen sind davon gereitet. Gereitet? Geritten. Oh, mein Gott. Ich hab keinen guten Bogen mehr. Psst, sei ruhig, Jolly Jumper. Komm, wir nehmen mal hier so einen Bogen. Für Nahkampf sind die ganz gut. Ja, mit den Pferden geht das ganz gut eigentlich. Wo ist der? Oh, geil. Oh, das sah fett aus. So, mal gucken. Plündern. Ja, den muss ich immer plündern. Also, ich dachte, da kommt nur einer. Ja, warte mal, ich steig mal ab hier. Ich glaube, mit dem Pferd im Zelt ist ein bisschen... Ah, nein, nicht draufsteigen. Oh, mein Gott. Du sollst das plündern. Oh, man findet hier echt schon viel Zeug, ne? Muss ich sagen. Wahrscheinlich braucht man aber auch später mega viel. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Ah, oh, das ist nur ein Fragezeichen. Aber ist das noch in dem Gebiet hier? Okay, nee, das ist dann... Da ist noch was. Das ist schon in dem anderen. Ich will das mal versuchen, ein bisschen gebietsweise zu machen. Wenn ich jetzt komplett hier durchdrehe und die ganzen Gebiete frei... Da ist auch noch was. Die ganzen Gebiete freischalte, dann wird es schwierig, nochmal alle abzugehen. Warte mal, ich habe da oben was gesehen. Was war das für ein Tier? Ach, Hyänen bloß wieder. Oh, ich habe einen Steinkreis gefunden. Rätsel. Cool, das wäre Nummer 2. Mal gucken aber erstmal. Ja, ich kann nur interagieren. Cool. Wow. Alter. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ne, passt nicht. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich werde stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Ist richtig? Die göttliche Oder ist das eine Hilfe? Die mächtige. Ah. Ihr Atem hat die Wüste erschaffen. Erbarmungsloseste Jägerin. Sie führt die Armeen des Pharao in die Schlacht. Boah, das wird einem schon so ein bisschen komisch hier.
Das könnte doch passen, oder? Nee, geht nicht. Da zeigt immer nur eine Richtung, also nicht dann, wo man komplett hin muss. Ich meine, das wäre auch zu einfach vielleicht. Der mit denen da hinten. Hä, jetzt wieder runter? Ich glaube, dass nicht alle rein da reinpassen müssen. Nur so ein Teil. Ja, ich hab's. Wow, der Löwe. Ist das ein Löwe? Der göttliche Löwe, ja. Ey, das ist cool. Da musst du immer so eine Nacht da übernachten, damit er Sterne sieht. Gab's jetzt ein Artefakt? Nö. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Nein! Oh. Ich dachte, man kann reingucken, wie viel man schon hat oder so, oder das Ergebnis ansehen. Ach so, zum Glück muss ich es nicht nochmal suchen. So, ja, steh mal auf, bitte schneller. Aber auf der Karte ist nicht zu erkennen, ne? Solche Kreise. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich reite mal ein Stück da weg, damit mein fetter Punkt verschwindet. Dann gucken wir mal, ob man auf der Karte das erkennt, aber eigentlich mit dem Fragezeichen, man klappert die ja eh ab. Dann geht's eigentlich. Da brauche ich dafür keine Helix-Punkte ausgeben. Ein bisschen kann man das vielleicht erkennen. Wir gucken nochmal hier drüben, wo wir zuerst gewesen sind. Wo waren das hier gleich nochmal? Ach da. Ja, hier zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, das wäre zu krass, wenn man sagt, man kann das irgendwo ran erkennen, außer einem Fragezeichen. Wow. Wow. Hui, hui. Was ist das denn für ein Aussichtsturm? Ach, da ist ein Schiff. Boah, wie lange liegt denn das schon hier? Warte mal. Wo ist hier das Meer? In diese Richtung. Oder hier unten gibt es nochmal mehr. Also da hinten. Ja doch, da wo das grün ist. Wurde aber weit getragen hier. Muss ich eh absitzen. Hallo? Auf der Sonnenbarke durch den Sand fahren. Das geht gar nicht. Wieso driftet der immer so zur Seite weg eigentlich? Ja, ist schwerkraftbedingt, aber trotzdem. Ich steuere den so gar nicht. Lenkt da eigentlich voll dagegen. Hui! Da hinten ist Wasser zu sehen. Sieht man? Oh, das ist auch cool gemacht. Genau über meinem Kopf da hinten, oder Buckel, ist die Oase. Und die sieht wirklich aus wie so eine Fata Morgana. Oh, jetzt kriege ich gerade richtig Durst, muss ich sagen. Von dem Spiel. Ich glaube, ich habe auch noch ein schönes Getränk im Kühlschrank. Also eisgekühlte Limo oder Cola? Also so Cola-Mix, Fanta-Cola-Mix. Ach, da springt er rein.
Juhu! Warte mal, jetzt will ich wirklich gerade einen Schluck trinken. Aber nicht aus dem Kühlschrank, hol ich mir nach dem Part. Also mit der Fata Morgana habe ich gerade richtig Durst bekommen. So, hier ist nichts mehr. Das Blöde ist, man sieht die Grenze nicht, ne? Eigentlich ist jetzt hier generell nichts mehr. Das ist doch auch schon fast so eine Art Wüste, oder? Iment Nome. Keine Ahnung. Ob das auf Latein irgendwas ist und Wüste heißt? So, aber überall diese Punkte hier, ne? Von den Fotografen. Oh, ich glaube, das wird nervig hier. Guck mal, überall auf dem Wasser. Und hier oben ist ja Alexandria. Das ist ja schon am Meer. Und dann gibt es hier oben Great Green Sea. Das ist auch überwiegend Wasser. Hier auch. Hier an der Ecke auch. Also mehr als man denken könnte, ne? Wenn man so an Ägypten denkt. Halt, ich habe nichts markiert. So, zum Schmied könnten wir mal gehen. Vielleicht hat er coole Waffen. Boah! Sternschnuppen, was geht jetzt ab? Wow. Warum? Hatte die irgendeine. Haben die eine Bewandtnis? Ey, das hat solche zufälligen Details, ne? Ich. Die ersten habe ich in die Duat geschickt. Lol, wer redet gerade? Das war doch auch bei dem einen Versteck, wo die drei Banditen waren, die noch zu schwer waren. Hat auch einer so mit mir gesprochen. Sag mal, sind die hier gewachsen, die Felder? Tatsächlich. Diese Bäumchen da, diese Felder hier sind gewachsen. Als guck mal noch mal ein paar Parts zurück. Waren die das? Da waren doch erst nur Büsche. Ich bin doch auch da von da oben gekommen. Ey, krass. Das ist wirklich gewachsen. Also jetzt wird's echt interessant. Was haben die denn da alles reingeballert? Wow, wow, du brauchst nicht mal das gleiche sagen. Guck mal, so bewässern die das dann hier. Oder waren das die hier? Nee, das sind dieselben Bäume, guck mal. Die sind nur noch nicht gewachsen hier. Tatsächlich. Geil. Oh, da bin ich ja so gespannt, was uns hier noch erwartet. Wie mit den Sternschnuppen gerade. Dann, was auch cool war, war mit diesem Beduinentuch, was da in der Wüste umhergeflogen ist, weil es irgendeiner verloren hat. Ja, was bist du denn für einer? Hallo? Achso, sind voll. Aufrüsten geht auch. Ach, von 9 auf 10. Sichelschwerter. Einfache Schwerter. Doppelkeulen. Naja, klar, Zepter, Speere, Jagdbögen, bla bla bla, leichte Bögen, Kriegsbögen, Raubtierbögen, Schilde. Wir gucken mal, was er... Mehr nicht? Ja gut, das wäre schon
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir diese Kohle lieber sparen. Fürs Aufrüsten und wir verkaufen erstmal wieder ein paar Sachen. Ganz runter. Das können wir doch eigentlich auch verkaufen, oder? 7. Also, dass wir jeden einmal haben. Verkauft. Den habe ich nur einmal, den auch. Verkauft. Ne, diesmal nicht. Aber wenn man wirklich mal in der Quest hier die Viecher suchen muss, ne? Ja, da muss man halt dahin reisen, wo die waren. Ach komm, egal. Ist gut, ne? Ist gut. Jeden Ohren. Oh, von denen habe ich schon so viel gekillt. Ne, habe ich nur einen. Ja, da verkauft man den Krug. Das sind alles Peanuts, was ich denn aber damit? Irgendwann kommt er dann noch so hier Inventar voll. Kann ich den Plunder auch loswerden? Lol, wer ist denn hier gerade reingedonnert? Boah, es gibt nicht wenig, ne? Man läppert sich schon. Ich verkaufe mal hier so die ganz billigen Sachen. So Level 1, ne? Da brauche ich ja nicht mehr. Außer Rot, den behalte ich mal noch. Oder besser gesagt Lila. Mach die Mucke aus. Ruhestörung. Ist gut. Oh, ist gut, ne? Sana, Chappish. Ja, komm, bis 3 können wir gehen. Bringen die denn mehr? Ja, guck mal, die bringen auch schon mehr. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man die ja später mal aufrüsten. Richtig gut. Ich bin aber Level 10. Ach so, warte mal, dann können wir eh ins eigene Inventar. Ja, tschüss. Ja, ist um einen besser, ne? Ich hatte auch mal ein Level 10 Gerät am Start. Das habe ich auf einmal nicht mehr. Aber das Kupferschwert finde ich schon ganz nice. Ich glaube, das rüste ich mal auf 10. Das war jetzt nicht so teuer. Aufrüsten! Für 750? Naja. Ist nicht ohne, ne? Gucken wir mal. Hat das jetzt wirklich was gebracht? Ich weiß es nicht. Gut, ich würde sagen, ich gucke mir das dann offscreen nochmal genauer an. Hier an der Stelle bin ich erstmal raus. Danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.